Bernina 97 Pro. Unser Video zeigt das Gruppieren und Ändern der Reihenfolge in Stickmustern. Je nachdem, wie ein Stickdesign digitalisiert ist, können einzelne Teile davon bearbeitet oder gelöscht werden. Im i-Dialog befindet sich die Funktion Stickmuster gruppieren. Die Funktion Gruppierung aufheben teilt das Design in einzelne Elemente. Einzelne Elemente werden durch Anwahl und eine Wischbewegung nach rechts gelöscht. Je nach Digitalisierung kann weiter ungruppiert und gelöscht werden. Auch Hinzufügen von Stickmustern ist möglich. Über WordArt kann der Zeichenabstand aller Buchstaben verändert werden. Soll der Abstand nur zwischen einzelnen Buchstaben geändert werden, kann die Funktion Gruppierung aufheben verwendet werden. Allerdings muss dazu im Setup die Länge der Verbindungsstiche auf 1 mm reduziert werden. So lässt sich der Schriftzug umgruppieren. Mit den Pfeilen wird durch die Ebenen gescrollt. Nun werden die letzten beiden Buchstaben wieder gruppiert, damit man sie gemeinsam verschieben kann. Das I ebenfalls entsprechend verschieben. Um den Schriftzug ohne Unterbruch zu sticken, wird er wieder gruppiert. Das angewählte Element wird mit dem darüberliegenden gruppiert. Soll die Reihenfolge der Kombination geändert werden, muss das Element angewählt sein. Es lässt sich nach vorne oder nach hinten schieben. Mit OK werden die Änderungen bestätigt und in den Ausstickmodus gewechselt. Hier können gleiche Farben zu einer Farbe zusammengefasst werden, um die Anzahl der Farbwechsel zu reduzieren. So entstehen individuelle Designs. Bernina, made to create.